Hi und schön, dass ihr da seid. Ihr hattet 7 Tage Zeit, mir zu sagen, wie schwer dieses Glas samt Inhalt ist. Heute ist die Verlosung von unserem 3000 Abonnenten Gewinnspiel und ich würde sagen, bleibt einfach dran, wir fangen sofort an. Ja, die 7 Tage sind um. Ich habe auch schon ausgewertet. Ich zeige euch jetzt mal, wie schwer das Glas ist, weil ich habe die ganze Woche selber gewartet und habe es heute erst beim Dreh auf die Waage gestellt. Und ihr seht das jetzt gerade, das Glas hat ein Gewicht mit Inhalt von 672 Gramm. Insgesamt haben 21 Leute mitgemacht, die man werten konnte. Und da muss ich sagen, wenn ich ein Gewinnspiel mache, sollte man auch hören, was man machen muss und nicht einfach schon sehen, ah, Gewinnspiel und schreiben dabei, weil das zählt bei mir nicht. Aber ich habe hier die 5 Gewinner gezogen. Es hieß ja, die 5, die am nächsten dran sind an dem Gewicht vom Glas, die kriegen den Preis. Und zwar hier nochmal 2 Tütchen Bienenweide zur Verfügung gestellt von dem Online-Shop Samenfräse. Den verlinke ich euch unten auch nochmal drin. Und noch eine kleine Überraschung von mir oben drin. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich fange von hinten an mit 107 Gramm Entfernung. Auf Platz 5 ist Birgit Marx. Birgit Marx, dir herzlichen Glückwunsch. Du kriegst auf jeden Fall ein Paket von uns zugeschickt, oder von mir. Auf Platz 4, 105 Gramm Entfernung. Das ist schon gut getippt. Mr. X. Mr. X, Platz 4 für dich. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 3. Jetzt kommen wir schon in den Zweierbereich. 79 Gramm entfernt. Sina Paul. Sina Paul, Platz 3 für dich. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 mit 78 Gramm Entfernung. GartenTV. GartenTV, auch du bekommst noch so ein Paket zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch an dich. So. Und wirklich sehr gut getippt hat Max 200. Auf Platz 1 mit 28 Gramm Entfernung. Das sind die 5 Gewinner. Ich blende euch das hier nochmal ein. Ihr 5 bekommt je 2 Tütchen von der Bienenweide und noch eine kleine Überraschung von mir oben drin. Ich werde euch jetzt noch anschreiben mit einer Privatnachricht und dann müsst ihr mir bitte eure Adressen zukommen lassen, weil ohne Adresse kann ich euch nichts zuschicken. Und ich habe mir noch was Kleines gedacht. Weil das Unwetter ist jetzt bei uns auch vorbei. Ich werde jetzt anfangen wieder zu drehen und auch endlich mal das Fragevideo zu Ende zu kriegen. Und ich habe mir so gedacht, was wir machen können, was auf jeden Fall jetzt fest bleibt. Bei jeder Tausendergrenze, wo die Abonnenten sind, machen wir immer ein Gewinnspiel. Vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen, aber bei Tausendergrenzen kommt definitiv eins. Da werden wir noch ein bisschen viel Spaß haben. Und erstmal euch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ihr kriegt von mir eine Nachricht oder schreibt mir schon mal, falls ihr dieses Video jetzt seht. Und ich würde sagen, bis dahin genießt das Wetter, habt ein schönes Wochenende. Wer mich nicht kennt, auf der linken Seite abonnieren und ein paar andere Videos schauen. Bis dahin, ciao und reingehauen.